Dr. Lilliput. Hallo, ich bin Jens der Christ. Experimentationsarztpraxis. Ich stelle euch mal wieder eine Internetseite für Kinder vor. Hier gibt es auch Apps, die man runterladen kann. Aber man kann es auch direkt im Browser spielen. Hier unten dann da irgendwelche Galeriebilder, dann da sowas uns erwartet so, ne? Und Kontaktformular, wo man was Schönes schreiben kann. Wie toll die Seite ist. Wir besuchen 4 Arztpraxen. Mal gucken, welche wir da so besuchen. Und ich würde mal sagen, wir gehen los. Übrigens, das Ganze hier kommt als ein Video, wo ich euch die Praxis vorstelle, auf meinen Hauptkanal als Internetseite für Kinder. Wird ein bisschen länger. Und die einzelnen Videos, die kommen dann auf meinen Kinderkanal. Also, ja, gucken wir uns noch mal an, wie die Seite ist. Und los geht's. So, und jetzt starten wir mal einfach das Spiel. Hallo, schön, dass Hallo. Du dich dafür interessierst, wie wir Ärzte arbeiten. Paula und Luis nehmen dich gern mit auf eine kleine Abenteuerreise zu den unterschiedlichen Praxen meiner Kollegen. Ja, genau. Ich lass dich sogar ans Steuer. Oh, das ist aber bitte flieg nicht zu rasant, sonst wird mir Koffer schlecht. Und ich bin auch dabei. Ich fliege zwar nicht mit, weil ich in der Wolkenpraxis auf die Kinder der Welt aufpasse. Aber über Paulas Navigationsmonitor sind wir zwei die ganze Zeit verbunden. Und wenn du in einer Praxis etwas entdeckst, ein Röntgengerät zum Beispiel oder eine Spritze, erkläre ich dir, wie so etwas funktioniert. Damit du dir das gut merken kannst, habe ich mir ein Spielchen ausgedacht. Und das funktioniert so. Am Ende meiner Erklärungen zeige ich dir zu jedem Untersuchungsgegenstand ein Symbol. Dieses Symbol solltest du dir gut merken. Denn wenn du in einer Praxis alle 4 Untersuchungsgegenstände gefunden hast, kannst du über das Arztposter an der Wand ein ziemlich witziges Memory-Spiel starten. Dabei geht es darum, die 4 Symbole den richtigen 4 Untersuchungsgegenständen zuzuordnen. Und wenn du das geschafft hast, fliegen wir als Belohnung in die nächste Praxis. Eigentlich ganz einfach, oder? Ich wünsche dir viel Erfolg. Ich auch. Aber bitte nicht so schnell, sonst wird mir Koffer schlecht. Das hast du schon gesagt, Luis. Ich weiß, aber man kann das gar nicht oft genug sagen. Ja, und der Professor? Willkommen in meiner Kinderarztpraxis. Okay, in der Kinderarztpraxis beginnen wir. Und der Professor, der sieht ähnlich aus wie Albert Einstein. Ob das jetzt Zufall ist, weiß ich nicht. Nee, glaube ich eher nicht. Wir müssen jetzt hier Sachen suchen, und zwar das, was wir unten sehen. Und da haben wir noch was. Eine Spritze. Naja, eine Spritze ist jetzt nicht so toll. Mit einer Spritze kann ich dich zum Beispiel impfen und fit gegen Krankheiten machen. Ich weiß, so eine Spritze piekt ein wenig. Aber wenn du einen Igel streichelst, piekt das schließlich auch ein bisschen. Na und wirklich schlimm ist das doch nicht, oder? Also Spritze und Igel merken. Übrigens mit ein Auto in einer Praxis rein, ob das so geht, naja. Was haben wir denn sonst noch? Wir haben doch nicht alles gefunden. Achso, ja. Ein Teddy. Wow, da. Ein Stethoskop. Ja. Toll. Und was kann das? Stethoskop ist ein griechisches Wort. Auf Deutsch bedeutet der Name Brustwächter. Denn mit dem Stethoskop kann ich deinen Herzschlag oder deine Lunge abhören und so zum Beispiel erkennen, ob deine Atemwege verstopft sind. Ein Stethoskop ist also wie ein riesiges Ohr, das alles hören kann. Okay, Stethoskop ist ein Brustwächter. Auch was Neues gelernt, ein Brustwächter. Was suchen wir denn jetzt? Cool, das da, ne? Ein Röntgengerät. Ein Röntgengerät, wow, wie cool. Ein Röntgengerät heißt Röntgengerät, weil der Physiker Wilhelm Konrad Röntgen 1895 entdeckt hat, dass man mit Hilfe elektromagnetischer Wellen Aufnahmen vom Inneren des Körpers machen kann. So kann man zum Beispiel Knochenbrüche sofort erkennen. Ein Röntgengerät ist also wie ein Fotoapparat für die Dinge, die unter der Haut liegen. Aber leider gar nicht so. So gesund ist das leider nicht, weil. Das ist ein Mundspatel. Ja, sollte man nicht so oft machen. Das kennen wir schon.
Wir suchen jetzt hier noch das Pflaster. Habt ihr schon gesehen? Ein Pflaster hier? Ist ja, glaube ich, ein Pflaster, ne? Wo ist denn hier? Da oben cool, ist er. Das ist ein Mundspatel. Oh, das ist ein Pflaster. Na gut. Mit einem Mundspatel kann ich deinen Hals untersuchen. Du sagst, ah, und ich drücke mit dem Spatel leicht auf deine Zunge. Jetzt habe ich freie Sicht und kann schnell erkennen, ob in deinem Rachen alles in Ordnung ist. Stell dir einfach vor, der Mundspatel wäre ein Eis am Stiel. Dann geht es ganz leicht. Ja. Oh, grandiose! Du hast alles gefunden. Jetzt können wir das Spiel starten. Mon Dieu, ich bin aufgeregt. Das ja, Spiel ich auch. Und los geht's. Na, wisst ihr noch, was es war? Also, der Stethoskop war das Ohr. Oh la la, das war spitze. Die Spritze war der Igel. Oh la la, das war spitze. Die Mund, irgendwas war oh la la, das war Eis. Spitze. Und der Fotoapparat war das gut gedreht. Koffer fantastisch. Weiter. Mal gucken, welche Praxis wir jetzt haben. Willkommen in meiner Augenarztpraxis. Der Augenarzt. Ich trage ja übrigens auch eine Brille. Cool. Was haben wir denn hier? Ein Anomaloskop. Anomaloskop. Mit einem Anomaloskop kann ich testen, ob du Farben richtig erkennst. Manche Menschen können nämlich Farben wie Rot oder Grün nicht unterscheiden. Sie sind farbenblind und würden zum Beispiel nicht erkennen, welche Farbe ein Chamäleon gerade annimmt, damit es sich besser tarnen kann. Ja, das kennen wir schon. In meiner Schule hat man mit einem Lehrer, der farbenblind war, auch mal seine Spielchen getrieben, indem man mit irgendeiner Kreide da irgendwas an der Tafel geschrieben hat. Verarscht eure Lehrer nicht, wenn sie farbenblind sind. Das ist ein Phoropter. Mit einem Phoropter kann ich prüfen, ob du eine Brille brauchst. Du brauchst nur in die beiden Linsen reinzugucken und musst Zahlen und Buchstaben erkennen. Das ist so ähnlich, als ob du einen Teller Buchstabensuppe löffelst. Lecker. Phoropter hört sich für mich irgendwie an wie ein Dinosaurier, der Phoropter. Aber ist hier etwas für unsere Augen. Was haben wir denn hier Schönes? Eine was? Fundusweite? Mit einer Fundusweitwinkelkamera kann ich überprüfen, ob deine Netzhaut gesund ist. Die Untersuchung spürst du gar nicht, weil in der Kamera ein Laser ist, der wie auf Samtpfoten die Netzhaut abtastet. Ein Laser, der auf Samtpfoten durch die Gegend geht. Aber den Namen habe ich jetzt wieder vergessen. Phoropter. Was suchen wir denn jetzt noch? Das da, ne? Ein Augenspiegel. Ein Augenspiegel. Ein Augenspiegel funktioniert wie eine Lupe mit integrierter Taschenlampe. Wenn ich den Spiegel vor dein Auge halte, kann ich durch die Pupille hindurch in das Augeninnere schauen und es untersuchen. Frei nach dem Motto, Spieglein, Spieglein in der Hand. Ist dein Auge etwa krank? Ja, bestimmt. Oh, grandiose! Du hast dann alles gefunden. Suchen wir mal das jetzt Bild. Wir das Spiel starten. Das da ist schon. Es. Das ist das Bild, oder? Nicht? Ah, nee, das da ist das Bild. Ich bin aufgeregt. Das Spiel beginnt. Los geht's. Das Spieglein, Spieglein an der Wand. Das war spitze. Das Chamäleon, die Buchstabensuppe und dann bleibt ja noch die Sandkorn. Koffer fantastisch. Ja, ach nee, wir müssen weiterklicken, ne? Willkommen in meiner Hals-Nasen-Ohren-Arztpraxis. Hanno-Praxis. Na gut, dann gucken wir mal, was hier so ist. Was ist das? Ein Ultraschallgerät. Ein Ultraschallgerät. Mit einem Ultraschallgerät kann ich zum Beispiel deine Nebenhöhlen untersuchen. Dafür halte ich einfach den Schallkopf an deinen Hals. Und schon sehe ich auf dem Computerbildschirm, ob deine Nebenhöhlen verschleimt oder entzündet sind.
Das ist so ähnlich wie bei einem Radar, der Flugzeuge am Himmel erkennt. Und Ultraschallgeräte werden auch benutzt, wenn man schwanger ist, um zu gucken, wie das Kind aussieht und ob es ihnen gut geht und sowas. Da kennt man Ultraschallgerät. Ein Otoskop. Otoskop, Otoskop ist griechisch und heißt auf Deutsch Uhrbetrachter. Ein Otoskop hilft Ärzten nämlich dabei, den Gehörgang zu untersuchen. Denn dort ist es dunkel wie in der tiefsten Nacht. Aber dank einer kleinen Leuchte bringt das Otoskop Licht ins Ohr. So ähnlich wie der Mond am Nachthimmel. Tja, und ich habe zuerst Otoskop verstanden. Otoskop, weil das ein gewisser Herr Otto erfunden hat. Das kennen wir schon. Naja, Ohrbetrachter. Was brauchen wir denn jetzt noch? Dann also irgendwie das da, ne? Ein Audiometer. Audiometer. Mit einem Audiometer kann ich feststellen, wie gut du hören kannst. Dazu musst du nur den Kopfhörer aufsetzen und zuhören. Denn das Audiometer misst, bis zu welcher Höhe du bestimmte Töne hören kannst. Dafür spielt dir das Audiometer die Töne einfach vor. So wie ein Musiker mit einer Gitarre. Ach so, Musiker und Gitarre. Übrigens, Kopfhörer habe ich jetzt auch gerade auf, weil ich das getrennt aufnehme. Naja. Übrigens, alte Leute können hohe Töne schlechter hören. Und deswegen kann man sich dann Spaß machen, weil so ein Pfeifen oder sowas, das hören Jugendliche, aber ältere Leute nicht mehr so. Das ist bei Handyklingeln irgendwie, kann man das so machen, dass in Schulen die Lehrer das Handyklingeln nicht hören, sondern nur noch die Schüler. Aber ich glaube, es funktioniert nicht gut. Das ist ein Endoskop. Mit einem Endoskop kann ich in deinem Körper Videoaufnahmen machen. Wenn ich herausfinden will, ob deine Nasennebenhöhlen verstopft sind, führe ich das Endoskop mitsamt seiner klitzekleinen Kamera einfach in deine Nase ein. Dort bewegt es sich im Prinzip wie ein U-Boot, das alles filmt, was ihm vor den Bug kommt. Ah, da habe ich mal einen Film gesehen. Du hast alles gefunden. Jetzt können wir das Spiel starten. In einem Film hat man ein U-Boot ganz klein gemacht und dann in den menschlichen Körper reingeschickt, um da dann irgendwie was zu bekämpfen oder sowas. Mon Dieu, ich bin aufgeregt. Das Spiel beginnt. Ist aber schon ein älterer Film gewesen. Mit so einem kleinen U-Boot ist man dann da durch den menschlichen Körper geflogen und so, oder gefahren, irgendwie durch den Blutkreislauf und so. Ups. Das war das. Das war spitze. Der Röntgen war das da. Das war spitze. U-Boot war das da. Und dann das da mal. Ja, was haben wir denn noch so jetzt? Ich glaube, das ist jetzt die letzte Praxis. In meiner Zahnarztpraxis. Und das ist die Praxis, in der man gar nicht so gerne reingeht. Denn Zahnarzt, ich glaube, niemand geht wirklich gerne zum Zahnarzt, oder? Vielleicht gibt es einige, weil er ja nicht bohren muss, weil man so gut dir auf die Zähne aufgepasst hat. Cool, ein Mundspiegel. Ein Mundspiegel, wie cool. Wenn du deinen Mund weit genug aufmachst, kann ich mit dem Mundspiegel deine Zähne von allen Seiten betrachten und untersuchen. So wie ein Detektiv ein Periskop einsetzt, wenn er heimlich um die Ecke schauen will. Ja, ein Detektiv schaut heimlich um die Ecke. Na gut, da war ein Zahn. Aber den suchen wir nicht. Zahnwasser auch, Zahnbürsten auch nicht. Blumen, da haben wir irgendwie was. Ein Bohrer. Nein, nicht ein schöner Bohrer. Nein, das ist nicht so toll. Mit einem Bohrer kann man kranke Zähne reparieren. Denn wenn du deine Zähne nicht regelmäßig putzt, können sich Löcher bilden. Karies genannt. Mit dem Bohrer kann ich diese Löcher reinigen und den Karies entfernen. So wie ein Storch, der Körner pickt. Achso, ja, immer schön Zähne putzen, ne? Damit ihr dann nicht den Bohrer benutzen müsst. Und also, ne? Nicht eine tolle Sache. Eine Zahnzange. Eine Zahnzange. Nein. Mit einer Zahnzange zieht man Zähne.
Zum Beispiel, weil sie stark von Karies befallen sind. Aber keine Angst. Wenn du die Zähne regelmäßig putzt, dann bleiben sie gesund und müssen nicht gezogen werden. Ja, regelmäßig die Zähne putzen. Ja, das ist das Beste. Dann bleiben sie schön gesund und so und dann ist alles gut. Oh la la, eine Betäubungsspritze. Ja, wie toll. Mit einer Betäubungsspritze kann ich deinen Mund betäuben. Ein kleiner Pieks und du spürst keinen Schmerz mehr. Jetzt kann ich zum Beispiel Karies aus einem Zahnloch entfernen, ohne dass es wehtut. So, als hättest du Superkräfte. Superkräfte mit der Superspritze an der Nase, ne? Oh, grandios! Ja, früher... Du hast alles gefunden! Jetzt können wir das Spiel starten! Früher hat man ja Lachgas genommen, um zu betäuben. Und davor sagt man so die Holzhammer-Methode, aber ich glaube, die wurde nie wirklich eingenutzt. Oh, was haben wir denn da? Also ich glaube, man hat nie die Holzhammer-Methode benutzt. Kann ich mir nicht vorstellen. Flieg doch mal zu dem Poster. Wenn ihr da andere Meinung seid, könnt ihr das ja unten in die Kommentare schreiben. Oh, grandios! Du hast all... Flieg doch mal zu dem... Mon Dieu, ich bin aufgeregt. Das Spiel beginnt. Ja, das Spiel beginnt. Und los geht's. Superkräfte war die Superspritze. Olala, das war... So, das war der Bohrer und dann das andere. Körper fantastisch. Ich glaube, jetzt haben wir alle durch, ne? Jetzt haben wir alle Praxen, glaube ich, durch. Ach so, weiter. Herzlichen Glückwunsch. Du hast alle Spiele erfolgreich absolviert und mit Sicherheit eine Menge gelernt. Wirklich klasse. Wenn du magst, kannst du noch einmal von vorne beginnen. Oh, nochmal. Viel Vergnügen. Nee, ich glaube, das lassen wir uns mal. Wir können mal hier Credits durchlesen. Wobei, so viel steht jetzt hier auch nicht drin. Steht gar nicht mal so, von wann die Seite ist. Naja, dann würde ich sagen, war es das jetzt. Also, eine schöne Seite. Schaut sie euch mal an. Ist sicherlich auch interessant für eure Kinder. Und jetzt wünsche ich euch Gottes Segen.